Herzlich willkommen zur dritten Folge von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. Heute möchte ich mit Ihnen keine Zigarre, sondern einen ganz besonderen Whisky verkosten. Er ist ein Produkt der Highland Park Distillerie. Es handelt sich dabei um die nördlichste Whisky-Brennerei von Schottland. Sie liegt auf den Orkney-Inseln. Und dieser Whisky ist einer von vieren der sogenannten Valhalla-Edition. Er kommt deshalb auch hier im Gewand, im hölzernen Gewand eines an ein Wikinger-Schiff erinnernden Gestells daher. Und um ihn daraus zu befreien, muss man dieses wirklich schön und hochwertig aufgemachte Gestell hinten aufklappen und dann bekommt man diesen überdimensionalen Flachmann sozusagen in die Hand. Und auf dieser Flasche abgebildet ist dann auch nochmal ein stilisierter, an Runenritzereien gemahnender Loki, darunter der Schriftzug der Highland Park Distillerie und Loki noch einmal in Buchstaben. Und dann der für uns Whisky-Freunde doch wesentliche Hinweis, dass es sich um einen 15 Jahre alten Whisky handelt. 15 Jahre hat er in diesem Fall also in Sherry-Fässern gelagert, sodass der Sherry und das Fass vor allen Dingen seine Aromen an den Whisky abgeben konnte. Und diesen Aromen wollen wir jetzt auf die Spur kommen. Dazu vielleicht noch ein paar Informationen zu dem Namen Loki. Loki ist, wie gesagt, einer der nordischen Götter. Der erste Whisky aus dieser Edition war nach dem berühmten Gott Thor benannt. Thor ist ja der Donnergott mit seinem Hammer. Loki ist eigentlich gar kein Gott, wird aber doch den Asen, dem nordischen Göttergeschlecht, zugerechnet, weil ihn eine im Dunkeln liegende Blutsbrüderverwandtschaft mit dem großen Göttervater Odin verbindet. Eigentlich ist er aber ein Sohn eines Riesen und einer Riesin. Und der Riese heißt, dem Namen übersetzt, nachher heißt eigentlich Farbauti. Und das bedeutet so viel wie der Einschläger oder der kräftige Schlagende. Und seine Mutter Laufey, das ist die Laubinsel. Wenn jetzt also ein starker Einschlag und ein Laubbaum zusammenkommen, also Blitz und Baum, dann ergibt sich Feuer. Und genau dieses Element ist dem Loki zugeordnet. Er ist sozusagen der Feuergott der nordischen Mythologie, obwohl er eigentlich aus dem Riesengeschlecht stammt. Noch zählt man einen zu den Asen, den einige den Verlästerer der Götter, den Anstifter allen Betrugs und die Schande der Götter und Menschen nennen. Sein Name ist Loki und sein Vater der Riese Farbauti. Seine Mutter heißt Laufey. Loki ist Schmuck und schön von Gestalt, aber bös im Gemüt und sehr unbeständig. Er übertrifft alle anderen in Schlauheit und jeder Art von Betrug. Er brachte die Asen so in vielerlei Verlegenheit, doch half er ihnen oft auch durch seine Klugheit wieder heraus. Die Nase ist unglaublich aromatisch, nicht sehr stark, es haut einen nicht um, es ist jetzt kein Lagavulin oder was ähnlich Kräftiges, was jetzt vor Rauch und Torf direkt betäubt, aber es ist eine deutliche Rauchnote vorhanden, die aber wunderschön untermalt ist von so einer salzigen Meeresbrise und leichten, ja schon fast fruchtigen, zitrusfruchtigen Aromen. Also da spielt sich in so einem Nosing-Glas schon einiges ab, bevor man den ersten Schluck nimmt. Das ist wirklich interessant, sehr interessant. Auch etwas leicht Süßliches ist im Hintergrund, nicht
nicht aufdringlich, aber da ist sowas wie ja, Teegebäck, was Buttriges vom Geruch her, vielleicht sogar ein bisschen in Richtung Zimt gehend, aber ganz minimal. Das ist also überhaupt nicht störend, überlagert jetzt nicht diesen herbfruchtigen Charakter, sondern es ist einfach sehr viel zu entdecken, wenn man den schon mal in die Nase nimmt. Das ist so ein Whisky, wo es Spaß macht, längere Zeit dran zu schnüffeln und ihn wirklich auszuriechen. Und er braucht offensichtlich auch nicht viel Sauerstoff, denn er ist sofort präsent in seinen Aromen. Und immer wieder spürt man noch was etwas anderes. Aber da ist nichts Brennendes, nichts Gefährliches. Wollen wir mal schauen, wie er auf der Zunge ist, ob uns der Loki da betrügt, ob er da vielleicht dann anfängt zu brennen. Schließlich ist ihm ja das Feuer zugeordnet. Da ist ordentlich Aroma hinter. Da kommen jetzt ganz viel die Sherry-Holznoten, die Töne dieser spanischen Sherry-Fässer. Es füllt den Gaumen unglaublich warm, brennend aus, aber nicht unangenehm. Ganz anders als der Geruch erwarten ließ. Durchaus jetzt mit deutlicheren Zitrusaromen, auch Gewürzaromen, ein bisschen Salzigkeit, feurig, aber nicht sehr brennend. Jetzt kommt er langsam auch hier die Kehle herunter und entflammt da auch noch mal ein kleines Feuerwerk. Der Loki. Ja, also was die Nase verspricht, hält der Gaumen nicht, sondern er geht da in eine ganz andere Richtung. Das ist wirklich irgendwie verrückt. Er geht da eher in eine kurzzeitige, schöne Explosion und lässt dann hinterher so zarte Honignoten auf dem Gaumen, am Gaumen. Tut wieder ganz unschuldig. Vielleicht ist der Name gar nicht so unpassend gewählt. Das feurige Element, das Feuer, ist jetzt nicht überpräsent, obwohl er eine Fassstärke von, na, was steht hier drauf? Ich schätze mal so guten 48,7 Volumenprozent, nicht Fassstärke, Apfelstärke, von 48 Volumenprozent aufweist. Ich kann mir vorstellen, dass man den auch durchaus noch mal mit ein bisschen Wasser verdünnt, um dann noch mehr Aromen herauszukitzeln. Doch, das ist ein richtig schöner, edler Single Malt Whisky, der übrigens auch in einem sehr, zu einem sehr stolzen Preis, das sei der Ehrlichkeit halber dazu gesagt, in den Handel kommt. Also man muss so mit ja, knapp 200 € die Flasche schon rechnen. Das ist also schon recht hochpreisig. Er ist überhaupt limitiert nur zu haben. Man muss gucken. Ich denke, im Internet wird es den noch das ein oder andere Mal zu finden geben. Etze Homo. Ja, ich weiß, woher ich stamme. Ungesättigt, gleich der Flamme glühe und verzehr ich mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich. Siehe der Mensch, wie viel erschreckende Wahrheit steckt doch in diesem kleinen Nietzsche-Gedicht. Der Mensch, er begehrt alles zu wissen, zu erforschen.
Und sein Forscherdrang, jede neue Idee und Erkenntnis lässt nur die Asche vergangener Denkstrukturen zurück. Womit wir wieder beim Feuer sind. Der Mensch ist Flamme, sicherlich, aber dieser Loki auch. Unglaublich schön. Ein schönes Feuer, ein wärmendes Feuer. Er ist halt das Kind von Riesen und wird zu den Göttern gezählt. Und so ist es mit dem Feuer ja auch. Entweder es ist ungebändigt, wie die Naturkraft, und zerstörerisch. Dann ist es schädlich, wie der Loki. Oder es ist gebändigt, in ein schönes Glas gepresst, gehört zu der Ordnung. Und dann ist er durchaus so etwas wie Zivilisations- und Kulturstifter. Denn ohne das Feuer keine Zivilisation, beziehungsweise ohne die Domestizierung des Feuers. Und dieses hier, das kann ich wirklich abschließend sagen, vom Tasting her, ist Domestizierung des Feuers in seiner allerschönsten Art. Es ist wirklich ein ganz edler Tropfen, der zugegebenermaßen seinen vielleicht auch ein wenig überzogenen Preis hat. Aber wer es möchte, wer mal ein richtig schönes Geschenk vielleicht auch ausgeben will oder sich selber machen will, der ist mit diesem Loki durchaus gut bedient. Denn der Whisky ist nicht nur etwas Besonderes von der Aufmachung her, etwas Edles als Geschenk, sondern er ist tatsächlich auch etwas, was anders ist, als man von vielen Whiskys kennt. Also der Unterschied zwischen Nase und Gaumen ist doch schon sehr groß. Der Abgang dann auch nochmal. Doch das ist ein schöner, guter Tropfen. Genießen Sie ihn. Ich würde sogar sagen, ohne Zigarre, einfach pur, vielleicht mit einem Glas Wasser. Das kann nämlich zwischendurch immer mal schön neutralisieren und dann wieder zu neuen Geschmacks- und Geruchsempfindungen anregen. Am besten aber in Gesellschaft, vielleicht mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Machen Sie sich einen wunderschönen Abend und denken Sie daran, manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre, selbst wenn Sie sie nicht zum Whisky rauchen, sondern erst danach.